Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, liebe Abenteurer. Wir sind hier in eine Spinnhöhle gefangen. Das war jetzt regelwidrig. Aber wir können auch gleich eine lange Rast machen, technisch gesehen, denn uns geht's alles andere als gut. Weil wir eigentlich noch Zauber. Lager verlassen. So, also sind wir genau da, wo wir verlassen haben. Hoch kann man nicht, ne? Ne. Ja, wir sind hier in einen Brunnen hinabgestiegen. Aber sauberes Wasser gibt es hier schon lange nicht mehr. Wir haben extrem... extrem krankmachende Viecher hier. Haufenweise tote Viecher hier. Ja, Netze sind ja auch eigentlich nicht dafür da, dass man rüberrennt, ne? Dieser Ring, den ihr da seht, den hier, das ist eigentlich ein Alarm. Okay, Rucksack. Das Tagebuch. Seine Heimat verlassen. Mein Schlüsseljuwel. Okay. Das war sogar wichtig. Wir haben ein Tagebuch gefunden, das einen Keller und mächtige Gegenstände erwähnt. Das klingt vielversprechend und wertvoll. Das war ein höherer Heiltrank. Wir gehen tiefer in den Bau hinein. Ein toter Goblin. Ich habe höllische Angst, weiterzugehen hier an der Stelle. Da ist wieder so eine Spinne. Aber lasst euch gewarnt sein, das ist nicht die einzige Spinne hier. Und das hier sind Eier. Hier wird ein heftiger Kampf auf uns warten. Ich werde noch eine Rast machen. So, und auch hier hat sich das wunderschön verändert. Das Camp ist jetzt in seiner Höhle.
Tja. Swift as my feet can carry me. Laser bleibt drin, dieses Kämpfer. Will wird ausgetauscht durch Astarion, aber nur kurzfristig. Well met. Also, Raphael. Well met. Was haltet ihr von Raphael? He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Mit dem richtigen Lehrer vielleicht. Was haltet ihr von dem Teufel, Will? Refuse him. No matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you, the cost will be too great. Keine Sorge, ich habe kein Interesse an Pakten mit Teufeln. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Alles klar. Need something? Oh, erzähl mir eure Geschichte. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Wie genau wird man zum Vampir? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Sie beißen einen also und man beißt sie. Yes and no. The problem is, once you're a vampire spawn, they completely control you. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me. It doesn't happen. Ich brauche euch in meiner Gruppe. I would, but you have so many friends already. Will's Platz. Excellent. Now that that's settled, lead on. So, Will ist nämlich etwas resistenzenhungrig. Ja, das sieht gut aus. Hoch. Hey. Ich mag keine Hunde. Aber der Charakter tut's.
Gut. Dann könnten wir auch schon das Lager verlassen. Und gucken, was auf uns wartet. So, Will hat... Astarion hat eine Elferrüstung. Er ist aber auch ein Geschicklichkeitscharakter. Ja, bleibt dabei. Ein 4 bis 9 Krummsäbel. Das ist nur eine Einhandwaffe, ne? Kannst du mit Schwert umgehen? Keep your distance, darling. Ja, sogar besser geübt eigentlich. Aber vielleicht geben wir ihnen sogar ein Doppelsystem. Ja, so ein Doppelkurzschwertsystem. Oh ja, das ist auch gut. Alles klar. So, Tieren. Typ. Hat er Stiefel? Ja. So, das war auch zu ihm. Hat er, glaube ich, keinen Helm, ne? Doch, hat er. Ist das Blut? Nein, never mind. Gut. Ist daran, wie viel Lebenspunkte? Ist 4, alles klar. 3 meine ich. These things have stayed interesting. Dann kriegst du noch einen. Gut, wir sind so weit fertig. Leicht verschleiert. Glaub mir, ihr wollt hier schleichen. Der die beste Fähigkeit hat, unentdeckt dort durchzukommen, ist das Astarion, denn hier gibt es dieses Monster. Ja. Die ist nicht schön. Eigentlich bräuchten wir Feuer. Macht hier ständig Rettungswürfe. Oh, er kann Feuer feilen, das ist doch gut. Glaub mir, die wollen wir wegmachen. Das ist uns ein so dermaßen heftiger Kampf. Aber da komme ich nicht durch. Zumal gerade nicht im Schleichen. Die bewegt sich einfach so viel. Da ist noch so ein Gelege.
Weiß nicht, was passiert, wenn ich von hier da hinten hinschieße. Wollen wir es mal testen? Können wir es mal testen. Oh, shit. Ja, das mache ich damit. Meep. On my way. Gut, schießen wir mal zu Beginn in die Richtung. 125 Leben hat die. Ui, zack. Und die fällt runter. Machen wir das Abbild beschwören. Ah, vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich darf sogar mit Vorteil würfeln. Crit in dem Moment, wunderbar. Ist das Viech auch im Kampf? Ja. Ein Fell in der Fernkampfangriff. 50%. Und getroffen, wunderbar. Alle haben getroffen. Das ist eine gute Ausgangslage. Das Astarion ist dran und der hat den Wurf verkackt an der Stelle. Ich würde sagen, wir machen einen Kampf-Safe höchstens. Auf Nico 2. Da müsste jetzt eigentlich von der Spinne jetzt runter. Kann er hinterhältige Angriffe da hinten hin? Ja, kann er. Brennen wahrscheinlich nur eins weg. Das hat einer weniger. Oh, ein Fehlschlag in dem Mund. Sehr schön. So, die Dreiergruppe ist dran. Survival is all that matters. Wie nicht genügend Aktionen. Gar keine Aktion mehr, warum? Das ist ja schon fast unfair, ne? Wieso sind die Aktionen alle weg? Aktion. Ich muss angreifen. Nein! Kann er draufschlagen? Ne, kann sie auch nicht mehr. Scheiße. Ah, schau. Warum hat sie Schaden gelitten? Ach, die steckt in Säure. Ja, super. Dann soll sie mal durchschnaufen. Auch nichts mehr. Dann macht jetzt das. Auf sich. Und geht da lang. Ja, das Terrier ist im Arsch. Ich
Gleich mal gucken, was die gewürfelt haben. Au. Staunen selbst hat ein SG von 14. Das war eine 11. Komm auf 12. Hat eine 1 gewürfelt. Gab's eine 8. Und dann eine 5. Also die haben alle verfehlt. Wunderbar. Dafür ist Astaroin hart flankiert. Kommt da natürlich jetzt nicht raus. Okay, den Kampf werden wir verlieren. Die Mutter ist schlimm. Der hat getroffen. Gut. Das Viech ist auch noch in Deckung gegangen, ne? Ich sehe es nicht mal mehr. Da ist sowas. Spalten. Was war das denn? Ja, hast du gut gemacht. Nicht auf 2. Dann heil dich mal lieber selbst. Was ist das? Heilen. Ja, das da. Dann heil mich. Ja, diesmal treffen sie alle. Boah, das gibt's doch nicht. Komm nicht raus. Ich kann sagen, warum Schwarzblende. Mein Gott. Das ist leider ein Konzentrationswurf gewesen. Und dadurch, dass sie mich angegriffen haben, ist das natürlich in die Hose gegangen. Wir können also höchstens versuchen. Mann. Ja, das Problem ist, die können runterstürzen, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Der einzige Wurf. Das war ich. Kommt da nicht raus. Das war Astaroin. Jetzt ist Madame auch noch eingesponnen. Willst du mich verarschen? Mach doch den glatt. Das, jetzt kommt die nicht weiter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss sie mit einem scheiß Mal auf. Pff.
hier zu mir. Ja klar, die dürfen noch angreifen. Ist das geklappt? Hat anscheinend noch. Es wird immer schlimmer. Geh doch, Mann, diesen Meter vor, verdammt. Und treff. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, das wäre Laser gewesen. Und damit ist jegliche Chance auf Gewinnen weg. Weil Schattenherz beißt jetzt ins Gras. Tja. Das wird so nix. Der Kampf ist zu heftig für uns. Wir dürfen tatsächlich noch nicht hier sein. Uns fehlen ein, zwei Level oder so. Also wie machen wir es? Am besten der Schnellspeicherstand. Und zwar der hier. Ich hoffe, ich komme da wieder raus aus dem Tunnel. Der Kampf ist einer der härtesten. Einer der härtesten Bosskämpfe zu beginnen. Wenn man hier unvorbereitet reingeht oder mit den falschen Charakteren, dann sieht es übel aus. Und uns fehlt... Wollt ihr auch mal mitkommen? Ja, die werden schon mitkommen. So, Gott sei Dank kann... But give me so much as a hungry look, and I'll drive a stake through your heart. I do so very like spicy food. Ja, und da sagen die was? Wir nehmen Will wieder mit, weil... Because... Well met. Sorry, but there's no room for me. Na, let's make this fuck. So, die Schatten erst gekickt. All's well, I hope. Aside from the obvious. Die Wandbilder im Hain, ich hatte den Eindruck, als wäre euch da etwas aufgefallen. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. Okay, kommt mit mir. Your dance card is full. Lose a partner and there'll be room for me. Lead the way then. So, Lager verlassen. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Den Brunnen, den halten wir uns für später frei. Bis dann.